Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladon zu einem weiteren Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier auf Takodana, wenn mich nicht alles täuscht. Jo, wir sind auf Takodana und starten hier direkt mal ins nächste Level des freien Spielmodus. Sind heute nur die goldenen Stats hier, der wahre Jedi und die Schatzgegenstände, die wir finden müssen. Nice, ich spiele meinen eigenen Charakter, eigener 1. Cool, kann ich den auch mal spielen. Und wen nehme ich noch dazu? 4 Charaktere haben wir jetzt hier zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe. Das ist viel. Spielen wir doch glatt mal einen, der hier in diesem Level auch vorkommt. Grumgar, da habe ich mir gerade eben gekauft. Der riesige, fette Fuzzi, der da vor der Tür sitzt und den Türsteher macht. Vielleicht können wir den hier irgendwie gebrauchen. Der scheint ein starker Charakter zu sein. Also, falls er einen Schatzgegenstand hinter dem Türchen festhängt, wo nur mit stärkeren Charakteren hinkommen, ist das eine Aktion für uns. Und Darth Vader ist ja auch wieder mit dabei. Ein starker Misch. So, hier muss ich mal mit zu dem roten Druiden wechseln. So, ich muss mich mal in Ray verwandeln. Und wenn die kann hier das hier. Was? Ne, kann sie nicht. Das finde ich seltsam. Aber er kann's. Ach so, das dort hinten. Siehste. Naja, gut, soll mir auch recht sein. Und das ist auch eine Sache, die wir auch schon freigeschaltet haben. Aber Ray kann doch das hier, oder? Kannst du das auch? Han Solo soll ich dafür benutzen. Na dann gut. Herr mit ihm. Ist halt ein bunter Misch aus allen Charakteren, die wir zur Verfügung haben. So sieht's aus. Mal sehen, wen ich dort ins Thumbnail nehmen kann. Ihn wahrscheinlich hier. Ein Grumgar. Ist dann auch interessant, wenn man mehrere Charaktere hat. Vermutlich ihn, weil er der Neue ist. Jetzt hängt das Spiel wieder. Ach, deshalb, weil das Spiel einen neuen Charakter laden musste. Naja, was heißt neu? So, Grumgar, kannst du da hoch? Grumgar übrigens mit Doppel-M geschrieben. Und der kann da hoch. Jo. Falls ich für mich selbst, falls ich wieder Probleme kriegen sollte beim Schreiben des Titels. Wie ist der beim letzten Part? Warund, Jelik. Den konnte ich auch nicht. Ja, da kannst du nicht durch. Hm. Stimmt. Da kann er auch nicht durch. Ah, ich bin klein genug. Ich bin ein kleiner Zwerg. Ich komm hier durch. Nice. Vorher konnte dann, glaube ich, nur BB-8 durch im Story-Modus. Die anderen waren da zu groß für. Okay, wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Einmal BB-8 hier durch. Heute machen wir wirklich alles. Heute sind wir irgendwie Multi-Charakter-mäßig am Start. So. Was? Ach so, BB-8 brauche ich dafür. Na, so ein Mist. Die hat sich gerade ausgetauscht. Und
Zack, gib den Weg frei. So. Schön gucken, dass wir keine Schatzgegenstände vergessen. Das wäre blöd. Gumgar macht da jetzt. Na, natürlich kann sich Gumgar an den Seilen nicht lang krangeln. Der ist ein bisschen zu schwer dafür, würde ich sagen. Würde ich behaupten. An den Lianen sich lang zu hangeln. Nicht mal ich krieg's hin. Ah, doch, hier. Jetzt will ich aber Gumgar an der Liane sehen. Hängt's wieder das Spiel. So. Han Solo kommt rüber, dann kommt BB-8 und Darth Vader. Okay. Unser Team ist heute sehr, sehr bunt. Ein buntes Team. Habe ich da auch schon mal gesagt. Ja, Zwei, das hast du schon mal gesagt. Habe ich auch schon mal gesagt, dass wir hier Schatzgegenstände finden müssen. Ich denke, nein, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ist ja immer Ziel des freien Spiels, irgendwelche neuen Charaktere zu ergründen. Deshalb auch hier. Oh, bin ich da gerade eben gegengewackt mit dem Laserschwert. Und deshalb auch hier das Bestreben, neue Charaktere zu testen. Das sollen ja irgendwie alle getestet werden. Darth Vader, gegen wen tauschen wir dich jetzt aus? Gegen den Anakin Skywalker. Den haben wir doch irgendwann vorletzte Episode freigeschaltet. Aus Episode 1. Da haben wir ihn, den Podchaser Anakin. Jo, hat noch kein Laserschwert, ist auch noch nicht böse. Ist ein kleines Kind. Nice. Guck mal, genauso klein wie ich. Oh, mein Kamerabild. Nur BB-8 ist kleiner. Jetzt mal den Großen daneben stellen. Wo bist du, Großer? Nein, das ist nur Hahn. Da komm mal hoch hier, Hahn. Machen wir mal ein Größenfoto. Wenn sie ihn mal verwandeln hier. Zack, da ist er. Jetzt alle nebeneinander. Und ich noch. Nein, ich bin dort drüben. Jo. Passt doch. Von der Größe her. Sehen wir ganz klein aus neben ihnen. Kleine Welten und große Welten. Oh, hier ist ein Minikit. Das haben wir natürlich im Story-Modus übersehen. Dann brauchen wir den den C3PO. Sorry, hab sie verwechselt. Rot, blau, grün und gelb ist die Kombi. Rot, blau, grün und gelb. So. Frei ist der Weg. Zum Minikit. Na dann, rück mal raus. So, er hier. Dann wird mal wieder zu mir. So, alle Sammelgegenstände gefunden. Perfekt. Sieht aus, als würde ein großes Alien die Tür blockieren. Nö, das ist nur Grumbanger. Wenn du meinst. Vorausgesetzt, Grumbanger, der Fette. Warte nur. So, das müssen wir noch freischalten. Dazu, ich vergesse es immer wieder, die roten Steine zu aktivieren. Dazu brauchen wir den roten Stein. So, da sammelt sich doch deutlich schneller. Da kriegen wir mehr Geld und dann sind wir schneller wahre Jedi-Meister. So, hier auch noch Geld einsammeln. Ob wir das noch schaffen in diesem Level. Dann waren die Jedi-Meister. Vielleicht müssen wir da nochmal zurücklatschen hier. Der kleine Zwerg muss natürlich am meisten laufen. Das ist nochmal wieder klar.
Der Große steht nur rum. Ja gut, er läuft auch, aber... Wo kriege ich noch Stats her? Wo kriege ich noch Stats her? Nee, dich kann ich nicht kaputt schlagen. Mist. Stats, Stats, Stats. Ich brauche Stats, Stats, Stats. Hier brauchen noch ein paar Stats. Ach stimmt ja, ich bin klein, ich kann da durch. Siehste, auch das Kleinsein hat manchmal Vorurteile. Vorurteile hat es auch. Da brauchen wir den Han Solo. Mach mal, tu dein Ding, Han Solo. Reiß es um. Och nee, der Fette versperrt den Weg. Was? Ein Loch in seinem Rücken. Zeigt mir, wo ich bin. Stats, her damit. Noch mehr Stats. Ihr wisst ja, ich bin geldgeil, was Lego-Spiele angeht. So. Da lädt sich's auf. Und die Griffe mal nach dem Teil. Ich glaube, das gibt eine Menge Stats. Ich glaube nicht dran zu erinnern, dass da ein paar Stats rauskamen. Bitte. Bitte. Nein, keine Stats. Schade. Kann ich das zerstören? Jo, da sind Stats, da sind Stats, da sind Stats. Ich brauche Stats. Wie oft ich in den letzten Minuten Stats gesagt habe. Vielleicht zählt es mal jemand und schreibt es in die Kommentare. Wäre eine lustige Zeitbeschäftigung. Mal die Worte Stats zu zählen. Oh, war Jedi. Perfekt. Guck mal, ich kann sogar klettern. Wusste ja nicht, dass ich klettern kann. Das ist da, was man da als Lernen nehmen. Lego-Spiel. Ich kann scheinbar klettern. Ja, was dazugelernt über mich selbst. Die Stats will ich haben. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr brauche, weil ich schon ein wahrer Jedi bin, aber her damit. Her damit. Alle, ja. Alle her damit. Einen habe ich verpasst, glaube ich. So. Den Imperator können wir uns noch immer nicht leisten, weil wir uns immer zwischendurch mal einige Charaktere leisten. Ich muss mir mal auf jeden Fall den Vierer Teil kaufen, damit ich mal ein bisschen mehr Geld bekomme hier in den Levels. Und was soll das bringen? Der Greifer war doch für was anderes vonnöten. Ach so, der kann nicht bauen, der Dicke. Dann bauen wir mal hier. Nur ich kann bauen, sogar mit Magie. Nein, mit der Macht. Magie ist was anderes. Tut mir leid, ich vergaß. Ja, BB-8, worauf wartest du? Ich wollte gerade sagen, ach so, kann BB-8 gar nicht, aber doch, das kann er. Die Pumpe läuft. Das Grummgar der Zweite. Ich bin Grummgar der Erste. So, Anakin, der Kleine. Und wo ist das Grummgar? Ha! Nein, ich kann ihn gar nicht schlagen. So ein Mist aber auch. So, was haben wir ja geschafft. Barajini haben wir geschafft. Und 5 von 5 mit den Schatzgegenständen. 2 von 2. Und die Charaktere hoffentlich auch. 5 von 6. 6 von 6. Perfekt. 100% abgeschlossen. Das Level. Sowas liebe ich doch. Jo, das Level haben wir abgeschlossen. Starten wir gleich in das nächste Level. Grummgar, was meinst du dazu? Was? Meinst du, wir sollen sofort ein nächstes Level starten? Bin ich auch deiner Meinung. Los geht's. So, was müssen wir hier machen? Wir müssen einmal
hier am Schießstand müssen wir was machen, allen Leuten an der Bar helfen und natürlich wie immer hier die goldenen Steine sammeln und alle Schatzgegenstände finden. Na dann fangen wir mal damit an. Das Team ist wieder vollständig. Grumgar, der kleine Anakin und Ike. Na dann lass mal schießen. Ach, dafür brauchen wir den hier. Na dann, 1, 2, 3, 4, ich dachte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, haben wir es geschafft? Haben wir das? Wollen wir zu langsam? Scheint so, als wären wir zu langsam gewesen. Naja, helfen wir erstmal den Leuten hier in der Bar. Ich nehme wieder meinen eigenen Charakter. So. Stimmt ja, ich bin ein Jedi mit einem Sith-Laserschwert. Ich kann die helle Macht steuern. Was auch immer ich da gerade mache. War das schon die erste Hilfsaktion? Scheinbar ja. Und wem muss ich noch helfen? Bei mir werden sie geholfen. Kommen Sie zu mir. Bei mir werden sie geholfen. Und was kann ich für sie tun? So, wo ist der nächste, der geholfen werden will? Hier vielleicht was. Jo, das sieht gut aus. Da ist ein Minikit dran. Weil der Schatzgegenstände war es noch nicht. Da muss man noch kurz einen Charakter wechseln. Der Große ist ein bisschen zu auffällig. Den hier kann ich wechseln. So, der schwere Soldat hier, der kriegt das doch hin hier. Da oben ist das Goldene hier. Und was haben wir geschafft? Nicht. Ich dachte, es sollte was bringen. Und wer hier? Was, wie, was? Jede Menge Stats, aber was sollen wir damit anfangen? So. Grumgar, tu dein Ding. So. Ach stimmt, bringt nichts. Aber noch nicht aktiviert, oder? Fehlt doch noch ein Zahnrädchen. Und damit Grumgar eine über die Rübe hauen kann. Ja, Tag, Freundchen. Kommst mir bekannt vor. Woher kenne ich dich? Oh, Sturmtruppler. Er kann nicht bauen. Grumgar kann nicht bauen. Was ist denn das für ein Fuzzi? So, hier noch mal drauf schießen. Könnte was bringen. Bringt nichts. Und wozu soll ich das zerstören, wenn es nichts bringt? Naja. So, vielleicht können wir uns mal bald die Vierersteine besorgen, dann werden wir auch schneller reich. Können wir uns schneller Charaktere besorgen. Na, los, zieh, Grumgar, erledige Grumgar. Das muss schon ordentlich wehgetan haben, aber scheinbar noch nicht genug. Weil er sitzt noch da. Oh. Ich in der Kulisse. Und was mache ich da in der Kulisse? Einfach so im Storybild auftauchen. So, mein Laserschwert werfen hat nichts gebracht. So, Sturmtruppler. Wechsel mal zum hier. Wie hieß das Ding nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Chewie. Wie kann man nur Chewies Namen vergessen? Ich weiß es nicht. Ich mache es bloß immer wieder. Nein, du sollst eine Bombe dort hochwerfen. So, zack. Ordentlich.
Die Entdeckung rumgegangen. Ein Chui gegen Grumgar. Das können wir jetzt nachstellen, bei der Charaktere haben wir. Ja, sein großer Bruder. Grumgar der Zweite. Nee, ich bin Grumgar der Erste. Er ist Grumgar der Zweite. So war das. Schwer sich hier zu orientieren. Das ist ein bisschen complicated. So, wem sollen wir hier noch helfen? Dir kann man dir helfen. Und wenn ja, sag mir wie. Ist so ja allen Leuten an der Bar helfen. Wie denn? Gibt's hier noch jemand, dem ich noch nicht geholfen habe? Wer will, wer hat's noch nicht? Und du bist Mars. Nee, kann man nicht helfen. Nee, gehört der ganze Papier. Finden wir hier noch jemanden, dem wir behilflich sein können? Denen scheint es allen gut zu gehen. Wie läuft's bei dir, Junge? Alles prima. Oh, hier brauchen wir nochmal den Sturmtruppler. Schwerer Sturmtruppler, schwerer Soldat. Na dann auf. Baller mal durch die Gegend hier. Alle Sammelstände, Gegenstände, ja genau, alle Sammelstände gegen gefunden. Genau so. Hoffentlich auch gleich die Stats alle gefunden. Hier haben wir das Level. Haben wir ein bisschen was freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob wir das erste geschafft haben, aber jo, das haben wir zumindest geschafft. Die Sammelgegenstände und die Stats waren die sind wir geworden. Wahrer Jedi sind wir geworden. Ich kann heute auch nicht mehr sprechen. Sorry, tut mir leid, aber ist so. Ich hab doch gesagt, es gibt kein Kaffee mehr, bis der Reparaturtrupp das wieder in Ordnung bringt. Das kann ich scheinbar machen. Nur um Stunden handeln, oder ja? Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich. So, hier sind Tassen. Nur kurz aushelfen habe ich geschafft. Okay. Und das war dieses Helfen an der Bar. Na, das ist doch prima. Das freut mich doch zu hören. So, der Admiral Akbar ist auch wieder mit von der Partie. Wirklich alle hier vor Ort. Heute ein bunter Haufen. Und da braucht den Zwergi bitte mal. Nein, ich meinte dich nicht. Ich meinte nicht dich. Ich meinte Zwergi. So, der kann da nämlich durch. Und einmal da am Rädchen drehen. Was, dafür brauche ich BB-8? Mann, warum kann ich das nicht? So. Haben wir. Perfekt. Es gibt Kaffee. Joa, nicht beschweren. Immer beschweren tun. Nie funktioniert alles. Immer ist irgendwas falsch. Immer ist irgendwas, was nicht passt. So, hier habt ihr einen Tisch. Wann dort? So, alles super. So, was haben wir freigeschaltet? Den wahren Jedi haben wir freigeschaltet. So, 2 von 5. Sammelgegenstände, 3 von 5. Nur kurz aushelfen, 4 von 5. Minikit. Ein Bazin genital.
Queen Crown Gold. GA97. Was, das war's? Einstellen müssen wir noch freischalten. Oh, Akbar kann das auch. Gut, wir müssen jetzt hier mal schnell das schaffen hier. Ich weiß nicht, ich glaube in 15 Sekunden soll man das schaffen hier. Dann hat man die Auswahl geschafft. Ja, Schnellschuss haben wir geschafft. Perfekt. Nur noch schnell das Level beenden und dann können wir diesen Part beenden.